Hallo liebe YouTuber, liebe Unternehmen, herzlich willkommen zu einem riesengroßen Kaufland-Haul. Ganz kurz vorneweg die Auflösung von meinem Instagram-Bild, wo wir knutschend abgelichtet worden oder uns abgelichtet haben und eine große Veränderung angekündigt haben. Ja, viele haben auf eine Schwangerschaft getippt. Wir wollten es eigentlich auch so in die Richtung gehen lassen, zwar nicht direkt mein Kind. Um es kurz zu fassen, wir wollten unsere Familie vergrößern, aber es hat nicht geklappt. Und bevor jetzt alle denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie hat das Kind verloren. Nein, um Gottes Willen, ich war nicht schwanger. Aber wir wollten uns einen zweiten Hund holen, und zwar einen Welpen. Das war auch alles hundertprozentig sicher. Wir hätten ihn am Sonntag holen sollen und leider hat es aus einfach beschissenen Gründen nicht geklappt. Darauf will ich jetzt auch ehrlich gesagt weiter gar nicht eingehen. Nur damit ihr Bescheid wisst, es gibt jetzt vorerst kein Hundebaby bei uns, worauf wir uns eigentlich wirklich super doll gefreut haben, aber leider nicht. Gut, wir sind weiter auf der Suche. Wir werden mit Sicherheit irgendwann einen passenden Welpen finden, dem wir ein gutes Zuhause bieten können. Aber es wird einfach noch Zeit haben. Wir sagen einfach, dass es Schicksal ist und das nehmen wir jetzt so hin. Jetzt aber los zum Einkaufen. Wir waren bei Kaufland und ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich Tiefkühlsachen gekauft habe. Ja, ihr wisst, wir beide sind Trainer und wir sind sehr sportlich und wir leben aber auch und genießen gerne. Aufgrund dessen habe ich nämlich einmal ein Bourbon-Vanille-Eis mitgenommen. Eigentlich wollte ich natürlich gar kein Eis kaufen, aber mein Freund hat was eingepackt, wo das einfach gut zu gepasst hat. Dann gibt es bei uns wie immer den Mastama-Käse. Ich habe jetzt nur gesehen, da ist irgendwie weniger drin, wenn mich das nicht täuscht. Der kostet jetzt... Der Akku war voll. Ich habe Mastama-Käse gekauft. So weit waren wir schon. Ich glaube, es ist einfach weniger drin. Er kostet jetzt 99 Cent. Ich kann natürlich einfach mal gucken. 100 Gramm. Ich meine, sonst wären irgendwie 150 gewesen. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir Mastama-Käse gekauft. Dann haben wir, wie immer, für den Mann des Hauses, einmal Mandelspritzgebäck. Der liebt die Dinger und ich glaube, ohne die brauche ich auch niemals vom Einkaufen nach Hause kommen. Dann gibt es bei uns in naher Zukunft so kleine Mini-Paprika. Er hätte natürlich auch einfach die großen nehmen können, aber das ist jetzt mal dahingestellt. Und uff, ist es auch schon. Naja, dann gibt es heute Abend zu unserem Hähnchen, was gerade auf dem Herd steht und eigentlich schon fertig ist, geschnittenes Ciabatta. Das ist einfach das ganz normale Frische, was jetzt hier irgendwie total schief geschnitten ist. Und das gibt es mit Tzatziki, den ich euch jetzt zeige. Das ist dieser hier. Wir wollten einfach irgendeinen. Von daher gibt es heute Hähnchen mit Tzatziki und hier Ciabatta. Und vorhin fragte er mich allen Ernstes, ob ich denn mal wieder Knoblauch gegessen habe. Ja, hatte ich. Aber das war mir natürlich mal wieder nicht bewusst. So, ein Paket Rohschinken. Mit 30% weniger Fett, aber ich sag mal, ob da nun 30% weniger ist oder ob wir das uns nachher noch hinter die Binde kippen, ist mal so dahingestellt. Dann gibt es wie immer, das ist eigentlich so ein All-Time-Favorite auch bei uns, wieder Hähnchenbrust. Sagen wir es mal so, wir leben eine Mischung aus total gesund und einfach übertrieben genussvoll. Aber so darf das Leben auch sein. Dann gibt es einmal jungen Gemüsemais. Den essen wir mal gerne so in Pfannen. Nicht stören, ich dreh grad. Aber ganz ruhig kommen. Dann, oh, nicht zugucken, bitte. Dann gibt es einmal Kerrygold mit Meersalz. Oh, jetzt geht das wieder los. So, dann habe ich noch einmal ein Paket Eier. Dann habe ich, oh, und jetzt geht's los, pass auf. Erstmal ein wunderschönes, eine wunderschöne Bananenstaude. Und jetzt kommt der absolute Superburner. Es gibt Tiramisu. Und jetzt gucken wir mal spaßeshalber. Ich weiß ja, was drin ist. Aber spaßeshalber stehen ja irgendwo auch die Kalorien drauf. Wenn man das Ding alleine isst, vertut man sich mit seinen Kalorien hier. So, herzlichen Glückwunsch. Willkommen auf meinem Arsch. Ja, ich esse das natürlich nicht alleine und ich reiß mich auch zusammen. Aber ich genieße es trotzdem und wenn ich schneller bin als er, esse ich es auch alleine auf. So, dann gibt es einmal Chili-Bohnen in würziger Soße. Die kann ich euch so mega empfehlen. Ich wusste vorher nicht, dass die existieren. Ich dachte einfach, es wären rote Bohnen. Ich griff dazu und als ich dann auf einmal merkte, dass sie extrem scharf waren, hauaha, sag ich nur. Dann habe ich noch ein Paket normale Kidneybohnen. Die mag ich auch super gerne. Probiert die mal, Kidneybohnen mit Thunfisch.
Tomate und Paprika und dann richtig viel Chili-Pulver drüber als Salat. Mega geil. Da braucht er noch nicht mal Essig oder Öl oder sonst irgendein Krams drüber. Das schmeckt einfach richtig Hammer. Dann geschälte Tomaten. Och, Schatz. Jawohl. Immer das Gleiche. Dicky. Iron. Nee, oh, das Tiramisu. Oh, nicht jetzt. Oh, Mann. Ah. So sieht das jetzt aus, wenn man versucht, Winde zu drehen. Jetzt hat er aber lieb. Ja, ist ja gut. Ich habe auch gerade geduscht, habe nasse Haare und sehe gerade komplett ungeschminkt ziemlich scheiße aus. Aber wir drehen das Video jetzt weiter. So sieht das jetzt hier aus. Oh Mensch. Komplett am Boden zerstört. Dann habe ich hier ein Paket von den Tomaten. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich überhaupt gewesen bin. Davon habe ich sogar zwei Tomatenpakete. Dann habe ich, und deswegen kommt jetzt nämlich hier das Vanilleeis ins Spiel, zwei große Flaschen Eierpunsch. Kurze Anmerkung, wir sind über 18, dürfen also auch trinken, trinken in Maßen und müssen uns dafür jetzt eigentlich auch nicht rechtfertigen. So, dann haben wir noch eins. Wir hatten eigentlich zwei Pakete, aber der Herr des Hauses war natürlich jetzt so verfressen, dass er auf der Fahrt schon ein Paket davon und einen Mini-Stollen verdrückt hat, inklusive Kaffee, und meinte dann, er hätte so einen Hunger, dass er gleich stirbt. Wo ist dann bloß das Essen? Ich sollte mich doch beeilen. Und dann habe ich gesagt, er hat doch gerade was gegessen. Das wäre ja kein Essen gewesen. So, dann gibt es noch einmal Gourmet-Honiggurken, kann ich euch so mega empfehlen. Ich liebe die Dinger, die sind so extrem geil, könnte ich mich hier reinsetzen. Und das allerletzte, was jetzt noch übergeblieben ist von unserem Wir fahren und essen nebenbei, ein Espresso Macchiato, davon gab es auch zwei, meiner ist schon alle. Und ich hatte noch so einen Hefezopf für auf die Hand, die sind auch lecker. So, das ist der Einkauf, dank des Hundes sieht das hier wieder Bombe aus. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe einfach, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Mehr hoffe ich eigentlich gar nicht. Ja, wenn ihr mir übrigens noch Staffordshire Bull Terrier Züchter empfehlen könnt, richtige Züchter, nicht einfach mal Leute, die Welpen unkontrolliert in die Welt setzen und sowas, sondern einen wirklich guten Züchter, den ihr mit gutem Gewissen und Herzblut weiterempfehlen könnt, dann könnt ihr mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr natürlich irgendwas wissen wollt hier über meinen Einkauf oder irgendwelche Fragen habt oder auch Videowünsche habt, dürft ihr mir das natürlich ebenfalls in die Kommentare schreiben, sowie alles andere, was ihr noch gerne mal loswerden möchtet. Ich bedanke mich fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich jetzt keine super tollen Heirats-, Schwangerschafts- und sonstige Gerüchte bestätigen kann. Tut mir leid, es hätte halt einfach nur einen Welpen gegeben, der jetzt aber leider nicht bei uns einzieht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade dabei seid zu tun. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!